Hallo Leute, hier ist wieder GGC Snipemare. Wie versprochen, dürft ihr jetzt noch die erste Runde des Clan Wars sehen. MEG Team Showdown auf Element. Ich mache wieder ein Commentary-Video zusammen mit meinem Kameraden GGC Toast. Yo. Und zwar, wir haben das in den Kommentaren gelesen und wollten eure Meinung wissen dazu wissen, zu den ganzen Kommentaren. Und einer hat irgendwie gemeint, wir sollen mehr über das Gameplay reden, was ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, denn eigentlich beim Commentary geht es ja meistens um ein ganz anderes Thema. Und ja, deswegen, heute haben wir uns ausgedacht, wir reden vielleicht ein bisschen über unseren Partner-Clan, den KOD-Clan. Und ja, da kann der Max direkt mal anfangen. Ja, genau, also wir haben seit, ich glaube, 2, 3 Wochen halt den KOD-Clan, Knights of Darkness als Partner-Clan. Wir spielen uns gerne mit den einen vor Clan Wars etc. Und KOD King Itachi, das ist der Editor vom KOD, der macht echt gute Sachen. Der hat uns auch bei unserer Montage hat der den Target Locator entworfen. Außerdem arbeitet er bereits an einem Clan-Emblem für uns, was wirklich einfach genial von ihm ist, weil wir hatten zwar Versuche es zu schaffen, so ein Clan-Emblem, aber haben dann halt ein bisschen gefailt. Und da kam er dann genau richtig und es ist echt super nett, dass er es macht. Genau, der macht auch übrigens, ich glaube, der macht das doch die Wallpaper von denen, Ja, oder? genau, die Wallpaper macht er, glaube ich, auch. Genau, ihr könnt mal auf ihrer Homepage gucken, die können wir unten verlinken. Die ist echt richtig gut und die Wallpaper von denen sehen echt mega professionell aus. Also, die sind echt klasse geworden. Ja, apropos KOD, wir werden unten auch natürlich ihren YouTube-Channel verlinken. Also könnt ihr ruhig gerne abonnieren, die bringen immer schöne Videos raus, Clan Wars. Und es gibt auch ein Video, das heißt T-Hi-Hats Music und der Pussymeter. Darüber wollten wir jetzt auch noch ein bisschen genauer reden. Das lustigste Video, was ich diese Woche gesehen habe, es ist einfach herrlich. Ja. Und zwar, ich erkläre mal gerade, worum es geht. Es war ein Clan War gegen TI. Die erste Runde haben, glaube ich, TI gewonnen. Ja, glaube ich. Oder? Ja. 50, Weißt du? 48 oder so war das. So eine Ja, ganz genau. knappe Sache. Auf welcher Map war das denn? Es war MEG Team Slayer auf Sanctuary. Auf jeden Fall ist es eine sehr knappe Sache. Genau, und die zweite Runde war auf Celot. Celot. Und auf jeden Fall ist, glaube ich, einer rausgeflogen Ja. oder gequittet, man weiß es Nein, der nicht. hat. Und auf jeden Nein, Fall. ich habe das Video gesehen, also von TI. Ich glaube, der hat wirklich einen Disconnect gehabt, der Isle of Dubs. Weil der hat ja sogar noch plus 2 in dem Game. Also der ist wirklich richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, dann. Egal, erzähl du weiter. Trotzdem kein Grund, dann haben alle gequittet. Und in dem Video geht es eben darum, man sieht, ich glaube, jetzt Ja, Music ja. aus der externen Perspektive und er macht wirklich einen Kill und das ist ein Assassination Kill, einfach von hinten geschlagen. Und das war eben jetzt nicht der beste Kill und er wirft die ganze Zeit nur Nades und ihr müsst es euch ansehen, im Hintergrund eine echt geile Hello Kitty Musik und das ist einfach nur herrlich lustig. Ja, genau. Wie gesagt, es ist schon ziemlich böse, aber ich will jetzt nicht KOD, Dings TI verteidigen oder so. Die haben auch ziemlich viele böse Kommentare oder Videos auch zu anderen Leuten geschrieben. Also ich kann echt verstehen, dass KOD da mal so ein Video rausbringt, um denen mal endlich zu zeigen, dass die nicht machen können, was sie wollen. Also das finde ich echt nicht schlecht. Und Ja, Timo? genau, und zwar noch von KOD. Guckt euch am besten ihr, ich glaube, Promo-Video Oh, ja. 2011. Es ist wirklich mega nice. Man sieht zwar nicht so viele Clips, aber es ist einfach, das Editing ist so hammergut. Das gibt's gar nicht. Also mit Bullet Time und mit einem Globus von unten, Ja. von oben meine ich. Ja. Und es ist echt richtig cool Da hat der geworden. King Itachi mal wieder saubere Arbeit geleistet, würde ich sagen. Also es war Genau. echt genial. Also es lohnt sich wirklich, die zu abonnieren. Die haben echt was drauf. Also checkt halt den Channel mal ab. Und noch zu unserer Homepage, die ist ja jetzt nicht gerade so super toll. Auf jeden Fall, wir kriegen wahrscheinlich noch eine neue Ja. gemacht, allerdings wird das noch ein bisschen dauern, bis die komplett fertig Ja, ist. es wird dann halt mal professionell richtig vom Programmierer gemacht und nicht so eine komischen Baukästenteile wie sonst bei allen anderen Clans. Genau, richtig. Ja, das Emblem ist schon eigentlich so gut wie fertig, oder? Das haben wir doch jetzt Ja, es ist so gut wie genommen. fertig halt, dank King Itachi. Genau, falls es jetzt schon fertig ist nach dem Video direkt, dann wird das vielleicht auch nochmal eingeblendet oder so. Ja, ganz am Ende, das könnt ihr euch ja dann mal angucken. Genau. Ja, was gibt's noch? Ah, hier schön mit dem Nate dann schon noch ausgeschaltet. Ja, ich weiß. Ich wollte nochmal ansprechen zu dem Pussy-Meter-Video.
Wir hatten ja auch mal einen großen Streit mit TI, vielleicht habt ihr das mitverfolgt oder so. Auf jeden Fall haben wir sozusagen sowas wie ein Friedensbündnis abgeschlossen, dass wir uns gegenseitig nicht haten oder so. Das halten wir auch eigentlich ganz gut ein. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil ich habe echt keinen Bock, wieder mit irgendwelchen Clans Streit anzufangen. Also wenn KOD Stress mit TI hat, dann sollen die es untereinander klären und dann nicht auf unseren Videos oder sowas rumspammen, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Ja, richtig, das war ja ziemlich heftig, ja. Dann, ich glaube, unter Tag Nummer 4 oder sowas. Ja. Ging ziemlich krass so. Auch egal. Auch der Epic Fail, also ETT Epic Fail, hat ja da auch ziemlich mitgemischt bei dem Beef. Also, da war echt jeder irgendwie dabei, der da mal einen Kommentar abgelassen hat. Ja, auf jeden Fall, was gibt's noch? Ja, in den Kommentaren stand auch noch, wir sollten irgendwie die Stats am Ende von uns einblenden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das geht. Ja, doch, das geht schon. Also, ich glaube, er meint, während den Death-Zeiten so, dass man dann kurz den die Stats zeigt, wie viele Kills jeder hat und so. Das meint er, glaube ich. Ich meine nicht, dass er so, die ja. Final Stats am Ende meint. Achso, ja, genau. Aber das könnten wir ja vielleicht. Na, ich weiß, ich habe die Idee. Na, ach nee, dann müsste man ja immer direkt aufnehmen, oder? Ja. Nach einem Match kann man die nicht. Nein, aber ich habe die Idee, Timo. Wir könnten ja das Spiel, das ist ja immer noch in den Bungie-Stats verlinkt. Da könnte man ja unten den Link hinschreiben. Und dann. Ah, genau. Ja, das habe ich auch bei dem Clan War auf MLG Sanctuary gemacht. Da kann man auch die Stats angucken. Und das wird hier bestimmt sicher auch möglich sein, wenn Dome hoffentlich noch den Link hat. Ja, sehr gut. Ja. Ja, also hier bei dem. Ja, okay, jetzt rede ich doch mal ein bisschen über das Gameplay hier. Also, okay. Wie gesagt, wir haben hier eine Führung von 4 Punkten. Wir sollten jetzt das Ding eigentlich nach Hause schaukeln. Aber das wird am Ende nochmal ganz schön knapp, also achtet mal da drauf. Wir haben ein bisschen gefailt, wir waren total nervös am Anfang. Ja, das stimmt. Wir haben gesehen, es läuft gut, haben uns ein bisschen hängen lassen, so zu sehr ausgeruht, zurückgelehnt, ja. So ein bisschen, ja. Hier 47-1, da dachten wir, das Ding wäre schon gegessen. Und dann, jetzt passt mal auf, was jetzt kommt gleich. Also ich fail am Ende nur noch, das ist echt abnormal. Ja, du weißt, ich hatte einmal fast den Snooker down und dann habe ich noch so rumgespammt. Hier 48-2, 48-3, oh, 48-4, da die holen nochmal total auf, ey. Ich habe da richtig Angst nochmal bekommen, Timo. Ja. Aber es ist auch ärgerlich gewesen. 49-4, 44 und jetzt kommt's. So, jetzt dauert's noch ein bisschen. Video dauert noch 40 Sekunden oder so. Ja, ein paar Sekunden geht's noch. Also, ich habe mich gefreut, dass ich wieder zusammen mit dem Timo ein Commentary machen durfte. Zu unserem Clan War. Es werden sicherlich bald neue Clan Wars kommen, die werden dann auch abgeloadet, sobald die Gegner also nichts dagegen haben sollten. Ist ja nicht irgendwie böse gemeint oder so. Ja, da haben wir jetzt noch den Sieg, knapp 45-48. Auf jeden Fall, man sieht sich, euer Snipemare und Timo. Gegen Zitos. Genau. Also, viel Spaß. Okay, ciao.